Hey, ihr seid bei Handball Inspires und wir werfen jetzt gemeinsam einen Blick auf die besondere 6-0-Abwehr der niederländischen Damen-Nationalmannschaft. Die Holländerinnen agieren in ihrer 6-0-Deckung mit offensiven Halbverteidigern und wir werden uns drei elementare Vorgaben in ihrem Abwehrspiel anschauen und analysieren. Zum Ende bekommt ihr noch zwei typische Fehlerbilder mit an die Hand, um diese Abwehr auch mit euren Spielern erfolgreich umzusetzen. Ihr seid bei Handball Inspires und bei diesem Taktikvideo geht es genau darum. Schöpft aus der Analyse Ideen für eure Abwehrphilosophie und lasst uns in den Kommentarspalten über eure Anregungen sprechen. Bleibt am Ball und lasst euch inspirieren. Bei der 6-0-Abwehr mit offensiven Halbverteidigern möchten wir den gegnerischen Rückraum im Zentrum begrüßen. Unsere Halbverteidiger bekommen immer Hilfe, sobald sich ihr Gegner im Zentrum bewegt. Dort erwartet den Gegner dann ein großgewachsener Innenblock, welcher auf engem Raum auf seine Blockqualitäten und der Absprache mit seiner Torhüterin vertrauen kann. Bei den Holländerinnen agiert der Zweier, also der halbrechte Verteidiger, defensiv und wir werden vermehrt den Fünfer, also den halblinken Verteidiger, offensiv wahrnehmen. In den ersten Clips möchten wir uns von der Wichtigkeit für das gute Blockverhalten in Abstimmung mit dem Torwart überzeugen. Würfe, die zentral von 9 Meter oder weiter hinten kommen, werden im Doppelblock mit Unterstützung der Torhüterin gelöst. Sobald die Halbverteidigerin ihr Ziel erreicht hat, indem die Rückraumspielerin ins Zentrum zieht, lässt sie sich nach hinten zurückfallen und die falsche Wurfentscheidung gegen die numerische Überzahl wird akzeptiert. Hier können wir die Unterstützung durch den Innenverteidiger mit einem gestellten Block für den Fünfer erkennen. Eine Innenverteidigerin tritt bei Kreuzbewegungen offensiv raus. Dazu werden wir später im Detail noch mehr erfahren. Während ihre Partnerin den Kreis verteidigt und dem Fünfer hilft. Nach vielen offensiven Aktionen finden beide wieder im Zentrum zusammen. Durch ihre Attacken sind die Norwegerinnen nun ins Zeitspiel geraten und müssen sich neu aufbauen. Der Druck des Fünfer erhöht sich nun zunehmend, bis am Ende wieder der Wurf im Zentrum gegen den Doppelblock erfolgt. In dieser Szene können wir sehen, wie die Halbverteidigerin die Rückraummittelspielerin immer wieder über kurze Attacken der Passwege von ihrer Blindside beim Spielaufbau stören. Dadurch konzentriert sich das Spielgeschehen erneut im Zentrum und durch Hilfe des Zweier kann auch das folgende Anspiel an den Kreis verteidigt werden. Ist der Gegner im Zeitspiel, erhöht sich der Druck der Halbverteidigerin und diese treten noch offensiver raus. Dadurch gibt es für den Rückraum erneut nur den Weg ins Zentrum, wo der Innenblock bereits auf sie wartet. Das Zeitspiel ist noch nicht aufgehoben und der Druck bleibt bestehen durch den Halbverteidiger und dadurch wird der technische Regelfehler provoziert. Sollte nun versucht werden, die Halbverteidiger über einen breiten Kreisläufer und dem Einlaufen eines Außens nach hinten zu drücken, treten diese trotzdem offensiv gegen den Ballhalter raus und wollen weiterhin den Rückraum im Zentrum zur Entscheidung zwingen. Es bleibt festzuhalten, dass das Ziel, den Rückraum im Zentrum zur Entscheidung zu bringen, durch die offensiven Halbverteidiger zum Erfolg führt. Doch wie lösen wir den Weg gegen die Hand oder nach außen vom Halm? Dabei ist vor allem der Kontakt und das Begleiten aus der offensiven Position unseres Halbverteidigers entscheidend. Der Außenverteidiger wird den Raum nämlich nicht zustellen und zu seinem Außen sinken. Dadurch erzeugen wir eine Situation, bei der der Außenspieler keinen Raum für seinen Wurf bekommt
und akzeptieren lediglich den Durchbruch des Halbangreifers mit dem Wurf aus einer breiten Situation und dem damit verbundenen schlechten Winkel aufs Tor. Wollen wir mal schauen, wie die Holländerinnen diese Situation kreieren. In dieser Szene erkennen wir die beiden Vorgaben deutlich. Der Halbverteidiger tritt offensiv raus und nimmt direkt Kontakt auf, sobald sich der Halbe nach außen bewegt. Im selben Zug sinkt der Außenspieler zurück und gibt damit den Raum für den Halben frei, aber nicht für den Pass nach außen. Hier können wir die Umsetzung besonders gut erkennen. Durch die vielen guten Kreuzbewegungen und dem Heraustreten des Innenblocks muss der Zweier weit im Zentrum helfen und den Kreis verteidigen. Dadurch kommt er nicht mehr in die nötige offensive Position gegen den Halben. Die Bewegung des Außen und Vertrauen in die Stärke des Torhüters können wir trotzdem gut erkennen. Nun kommen wir durch den Rückzug und den Geschwindigkeitsvorteil des Angriffs erneut nicht in die offensive Position. Der Außenspieler lässt sich trotzdem fallen und durch den Größenvorteil der Abwehr bleibt dem Angriff nur der schwere Wurf über das falsche Bein übrig. In der abschließenden Szene erkennen wir alle Vorgaben der Abwehr. Die Attacke des ballfernen Halbverteidigers, den offensiven Kontakt gegen den Halbangreifer, das Sinken des Außenspielers, selbst wenn dieser jetzt auf der anderen Seite den Durchbruch freigeben würde, dem Zustellen des Außenangreifers, der erneuten Attacke auf die Blindside des Rückraummittelspielers und dem Wurf gegen den kompakten Innenblock von 9 Meter. Schafft der Außenverteidiger es nun nicht, den Pass zum Außen oder den Winkel ausreichend zu verkürzen, hat der Halbangreifer sein Ziel erreicht und den freien Wurf von außen kreiert. Nun möchten wir uns die Lösung gegen die Kreuzung von Rückraum Mitte und Rückraum rechts anschauen. Sobald der offensive Halbverteidiger dies wahrnimmt, sinkt er zurück ins Zentrum. Denn die Kreuzung verteidigt der Innenblockspieler erst mit einer offensiven Zuordnung gegen Rückraum Mitte und anschließend zu Rückraum rechts. Nach der Kreuzung ist der Innenverteidiger offensiv daran bestrebt, den Ballhalter aus seinem Sektor nach außen zu drücken und das Zentrum nicht freizugeben. In den kommenden Szenen werden wir sehen, wie sie genau diesen Sektor nicht freigeben möchten. Der offensive Halbverteidiger erkennt nun die Absicht zu kreuzen und lässt sich defensiv fallen. Darauf attackiert der Innenverteidiger den Ballhalter und schiebt diesen aus seinem Sektor, wo bereits ein Block auf den Schützen wartet. Das Signal der Kreuzung wird vom Halbverteidiger durch das Sinken verarbeitet und der Innenverteidiger tritt daraufhin offensiv raus. Er ist wieder daran interessiert, dass der Ball seinen Sektor verlässt. Sobald dies geschieht, lässt er sich wieder ins Zentrum fallen. Wir schauen uns nun mögliche Fehlerbilder, welche ihr für eine erfolgreiche Umsetzung der Abwehrtaktik verhindern solltet, an. Zieht der Halbe mit Ball zum Beispiel in die Tiefe, soll der offensive Halbverteidiger aus der ballfernen Position die Blindside des Rückraummitte attackieren. Wichtig ist hierbei der Kontakt gegen den Rückraummitte mit Ball oder dem Verhindern des einfachen Passes vom Halm zum Rückraummitte. Entsteht hierbei nicht genügend Druck und der Rückraummitte kann den Ball weiter auf den anderen Halm passen, hat der Angriff die nötige Überzahl auf einem Drittel des Feldes erzeugt. Entscheidend ist also die Attacke gegen den Rückraummitte. Wollen wir nun schauen, wie sich auch die Weltmeisterinnen bei dieser Situation noch verbessern können. Das Signal ist nun die tiefe Stoßbewegung der Rückraum-Linksspielerin. Mit Ball. Daraufhin attackieren die ballfernen Verteidigerinnen den Spielfluss, jedoch nicht ausreichend energisch und Norwegen kann den freien Wurf auf Außen kreieren.
Nun nehmen wir das Signal von der anderen Seite wahr. Tiefe Stoßbewegung mit Ball vom Halben und die ballferne Seite versucht den Spielfluss zu zerstören. Doch auch hier leider nicht mit genügend Kontakt, um das Weiterspielen auf Außen zu verhindern. Das späte Aushelfen des Innenverteidigers ist dann die nötige Konsequenz. Bei dieser Absprache sollte der Halbverteidiger das Signal als erstes verarbeiten, da wir mit offensiven Halbverteidigern spielen wollen. Handelt der Außenverteidiger nun vorschnell, ist keine Abstimmung vorhanden und der Außenspieler steht mit viel Raum frei. Sollte der Pass nun direkt von Halb zu Halb gespielt werden, ist wichtig, dass dieser erschwert wird und der Rhythmus unterbrochen. Das schnelle Zulaufen des Raumes ist dennoch oberstes Ziel, denn der Außen lässt diesen Raum frei und fällt nicht auf die Täuschung des Halblinken rein. Entscheidend bei dieser Abwehrformation ist die offensive Position des Halbverteidigers. Geraten wir hier über den Rückzug oder zu viele Hilfestellungen defensiv, haben wir keine Möglichkeiten, den Durchbruch nach außen zu verhindern. Der Außenspieler gibt diesen Raum frei und sinkt zu seinem Angreifer oder er stellt diesen zu und gibt damit den Winkel für den Außen frei. Besonders der defensive Verbund mit dem Innenblock kann nicht ausreichend hergestellt werden und direkte Pässe an den Kreisspieler sind möglich. Es ist also entscheidend, dass der Halbverteidiger offensiv raustritt. Wir wollen jetzt auch von diesen Fehlern der Weltmeisterinnen lernen und unsere Abwehrstrategie vollenden. Das Sinken in die defensive Position gibt nun den Durchbruch nach außen frei, denn der Außenspieler befolgt weiterhin seine Regel, zum Außen zu sinken. Wir könnten dem Außenspieler jedoch auch den Freiraum geben mit dem Signal des defensiven Halbverteidigers und des tiefen Halblinken, denn dieser nimmt den Ball ja im 9 Meter an, die Möglichkeit zu nutzen, den Ballhalter zu attackieren. Die Außenverteidigerin dürfte auf alle Fälle nicht zu zentral und zu defensiv stehen. Entweder sie attackiert den Halben oder den Passweg nach außen über eine Schrägstellung zum Beispiel. Hier können wir viele Attacken der Außenverteidigerin auf den Halben gut erkennen. Doch leider ist nun der einfache Pass an den Kreis möglich. Die Halbverteidigerin sollte es also immer schaffen, offensiv rauszutreten und so den Rückraum unter Druck zu setzen oder mindestens den Passweg zum Kreis zu erschweren. Ich hoffe, ihr konntet einen guten Einblick in die 6-0-Abwehr mit offensiven Halbverteidigern der Weltmeisterinnen gewinnen und pickt euch die für euch wichtigen Punkte heraus. Wie würdet ihr zum Beispiel dagegen jetzt angreifen? Oder welche Themen habe ich in meiner Analyse falsch wahrgenommen? Lasst uns darüber gerne in den Kommentaren austauschen. Denn Handball inspiriert.